Ja, danke schön. Guten Morgen zusammen. Also Neues im Metador 2.1. Es gibt zwei Punkte, die sehr interessant sind. Und zwar bauen wir jetzt in Metador ein CSV ein. Das ist die größte Änderung, mit der wir gerade arbeiten. Und es geht als weiteres Thema um die Metadatenvorgaben der GDI.de zu ISO und Inspire. Und da werde ich auch noch ein paar Worte zu sagen. Kurze Frage, wer kennt Metador, wer nutzt Metador? Hand hoch. Es sind nicht so viele. Dann werde ich nämlich auch noch kurz was zu Metador natürlich mal sagen müssen. Und ich kann es gleich auch noch mal live zeigen, wenn die Zeit reicht. Ansonsten haben wir von der Wehrgroup vorne den Stand, da kann ich das dann auch noch mal live zeigen. Metador ist eine Open-Source-Software. Ich habe unten mal einen Screenshot von dem GitHub-Repository gemacht. Das ist unter GitHub, Wehrgroup, Metador 2 verfügbar als Open-Source-Software. Und was ist Metador? Es ist... mein Magen, der knurrt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mach mal das Mikro aus, vielleicht ist es ein bisschen lauter. Oder vielleicht nicht das Mikro. Ah, okay. So, geht das jetzt? Okay, 1, 2, 3, nee. Okay, aber hier im Raum wird es nicht lauter, oder? Also, was ist Metador? Und ich habe mal da unten, weil die Folien da nachher online sind, diese Folienstichwörter mal für alle Nachleser irgendwie runtergeschrieben. Also Metador ist ein Metadaten-Editor, Metadaten zu Geodaten halt. Und wir haben den damals entwickelt, weil er die Möglichkeit gibt, sehr einfach Metadaten aufzunehmen und er ist sehr gut anpassbar an verschiedene Metadaten Profile und Formate, die man hat, ob die jetzt ISO-konform sein sollen oder ob die Inspire-konform sein sollen oder ob die vielleicht auch nur für ein internes Metadatenmanagement sein sollen, wo völlig andere Werte aufgenommen werden sollen. Irgendwie, welche Abteilung ist dafür zuständig, wie ist die Historie von den Sachen, die vielleicht gar nichts mit ISO zu tun haben oder einen Teil mit ISO zu tun haben. Weil alles, was passiert ist, dass man ein Formular nachher hat, um Metadaten einzugeben und das, was rausgeht, ist ein XML oder ein PDF oder ein HTML von diesen Metadaten. Und was in dieses XML, PDF oder HTML geschrieben wird, bleibt einem dann halt frei zu konfigurieren. Und das basiert auf PHP und auf Twig-Dateien und auf ein paar... was sind das? JSON, um die Umwandlung zu machen in die bestimmten Formate und eigentlich sehr, sehr schnell in der Hinsicht anpassbar. Und das war der große Vorteil von Metador. Das Zweite, was wir dann haben natürlich im Metador, ist die Suche und Anzeige der ganzen Metadaten. Hier sehen wir jetzt so die Startseite, wo schon Metadaten gelistet sind, was hier nicht so ganz eindeutig ist. Wenn es welche gibt mit kleinen Thumbnails, die dazugehören, mit den notwendigen Informationen, die dabei sind, also eine übersichtliche Darstellung von den Metadaten, erstmal so auf der Startseite. Wir haben verschiedene Ausgaben, jetzt hier als PDF können wir uns diesen Metadatensatz anzeigen lassen, als XML, dann halt basierend auf dem XML-Standard, der dahinter steckt, oder als HTML. Und es gibt dann hier noch ein paar verschiedene Objekte, mit denen das ausgetauscht werden kann. Und wir haben die Möglichkeiten, das zu validieren. Es gibt Schnittstellen, hier haben wir jetzt eine Validierung gegenüber dem Inspire Validator mal reingebaut. Das sind Sachen, die halt dann entweder drin sind oder nicht drin sind. Das ist so ein typisches Eingabeformular jetzt für einen Dienst, den wir haben, aufgeteilt in verschiedene Abschnitte, Sachen zum Metadatensatz, Sachen zur Identifikation, zu Schlüsselwörtern, zum geografischen Standort und so weiter. Und dann ist es halt ein Formular. Ich meine, Metadaten müssen irgendwie formularbasiert aufgenommen werden oder auch nicht. Wir haben da verschiedene Wizards, wir haben immer zu jedem Element hier so einen kleinen Hilfetext, der eingegeben werden kann, den man auch anpassen kann, wo dann drin steht, was muss ich denn da jetzt eingeben, was ist denn der Identifikator des Metadatensatzes. Wir haben Dropdown-Felder hier. Was hier so ein bisschen auffällt ist, weil das jetzt auch ein Screenshot von der Vorversion ist, hier fehlen momentan noch die Icons, die sagen, ist das ein verpflichtendes Feld, ist das ein optionales Feld, ist es ein Feld, was irgendwelche Konditionen halt hat und dass es hier Dropdown-Felder sind, sehen wir jetzt gerade nicht. Dann können hier halt in dem Fall, in diesem Screenshot halt die verantwortlichen Stellen angegeben werden, es können Rollen dafür vergeben werden und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier links oben noch dann die Möglichkeit zu sagen, okay, dieser Datensatz ist jetzt öffentlich oder der ist noch privat. Das heißt, ich arbeite noch dran, ich bin noch nicht fertig mit der Eingabe von den ganzen Sachen, der soll noch nicht verfügbar sein oder ich setze den auch öffentlich und dann wird er nachher auch über diesen CSV zur Verfügung stehen. Metador an sich ist halt von diesen ganzen Formularen anpassbar. Hier sind so ein paar Beispiele von so
Snippets, die in so ein Formular dann im Template eingebaut werden können. Wir haben Textfelder hier oben, die sehr viel Text aufnehmen können, Abstracts beispielsweise. Wir haben irgendwelche Dropdown-Felder, wir haben Datumsfelder und Wizards. Das hier ist so eine Liste von verschiedenen Keywords beispielsweise, die aufgenommen werden können. Und hier unten haben wir ganze Arrays von verschiedenen Eingaben, die dann zusammengefasst werden können. Das sieht man immer nachher in so einem Beispiel von so einem Metadatensatz. So, was ist jetzt neu in Metador 2.1? Ich hatte letztes Jahr hier schon mal einen Vortrag dazu gehalten, dass wir Metador mit einem Plugin-System jetzt ausgestattet haben und das nutzen wir auch schon richtig. Das heißt, es können Erweiterungen, neue Funktionalitäten in Metador eingebaut werden über eine Art und Weise, wie das dann programmiert wird. Die können eingeschaltet werden, die können ausgeschaltet werden, die haben Abhängigkeiten untereinander. So ein CSV beispielsweise ist abhängig von den bestimmten Standards, die er dann unterstützt und so weiter und so fort, die dann in Metador eingebaut sind. Was wird noch reinkommen? Wir arbeiten an der Suche und der Anzeige und der erweiterten Suche von diesen ganzen Metadaten. Das heißt, was wir jetzt momentan im Screenshot gesehen haben, war nur eine Volltextsuche. Aber es wird halt auch erweiterbar sein, dass wir nach Kategorien filtern können, dass wir nach Datum filtern können. Wir arbeiten daran, eine Karte einzubauen, die für die Suchparameter halt genutzt wird. Da hatte ich letztes Jahr schon ein Beispiel zugezeigt. Das ist jetzt bei dem Beispiel hier erstmal wieder als Plugin rausgefallen, weil wir es weiter implementieren. Und dass die Anzeige der Ergebnisse da auch als Boundingbox drin sein sollen. Und die Suchparameter ist halt, befindet sich der Metadatensatz in der Karte, schneidet er das Gebiet und so weiter und so fort. Validierung sind wir dran, auch eine interne Validierung richtig zu machen. Wir hatten das bisher gar nicht mal so in Metador drin, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt als mandatory markiert und wir zeigen das jetzt nochmal an, weil das in den meisten Fällen doch sehr unterschiedlich gehandhabt worden ist. Das ist jetzt erstmal drin und dann hatten wir halt immer eine Validierung beispielsweise gegen die GDI-Test-Suite drin, um dann das XML schon mal zu parsen. Was ist noch drin, dass wir Datensätze sperren, wenn gleichzeitig editiert wird? Das war bisher nicht drin gewesen, das heißt, man kann nicht gleichzeitig an einem Datensatz arbeiten im Metador. Wir arbeiten an Session-Laufzeiten, dass halt gesagt wird, okay, nach einer bestimmten Zeit ist dieser Datensatz dann wieder für die Editierung freigegeben. Das heißt, wir passen im Metador momentan auch an eine wesentlich größere Umgebung an, als in einer Kommune, wo vielleicht 2-3 Leute dran arbeiten. Und wir arbeiten auch an diesen Formularhelferlein, also an diesen Vorlagen für Formulare. Wie arbeiten wir eigentlich wirklich dann mit Listen oder sonstigen Sachen? Da kommen Feinheiten rein oder dass Listen anpassbar sind. Das sind verschiedene Einflüsse, die da immer wieder mit reinkommen, dass halt auch das Arbeiten mit den Formularen leichter wird. Größter Schritt, hatte ich schon gesagt, ist der CSW-Einbau. Wie war das bisher gewesen? Metador konnte immer im Zusammenspiel mit einem CSW, beispielsweise GeoNetwork, Degree oder sonst was, oder PyCSW, genutzt werden. Man brauchte also ein CSW, um die Metadaten über die CSW-Schnittstelle zu veröffentlichen. Und wie ging das? Man hat Metador Metadaten angelegt, man hat sie veröffentlicht und die wurden dann ins Dateisystem geschrieben, exportiert als XML. Und dann wurde halt einer dieser CSW Broker genommen und hat das dann auf Dateiebene geharvestet. GeoNetwork konnte das sehr gut und Degree kann das sehr gut und haben dann ein Duplikat halt dieser Daten gehabt, aber die dann über die CSW-Schnittstelle freigegeben. Das funktioniert auch ganz gut. Mit diesen Duplikaten kommt man zurecht, weil das dann automatisch aktualisiert werden kann, sobald man das im Metador verändert hat und dann wird es halt wieder vom Broker gepullt. Das braucht man jetzt dann in Zukunft nicht mehr. Und was passieren wird, ist also, dass wir ein CSW in Metador integrieren. Und der wird, basierend auf der 2.1-Architektur, dann halt auch als Plugin realisiert sein, dass man hinzuladen kann oder nicht hinzuladen kann, ob man es jetzt braucht oder nicht. Und die als öffentlich gesetzten Metadaten werden über diese CSW-Schnittstelle dann auch rausgegeben. Das ist kompatibel zum CSW 2.0.2. Und wir bauen halt damit, weil so ein CSW auch eine recht große Geschichte ist, diese Anfragen schrittweise auf. Also man kann ja nach verschiedenen Kriterien filtern. Und erstes Ziel ist erstmal so eine Harvesting-Fähigkeit zu haben. Von mir aus auch von Open Data Portalen oder sonst was. Hast du doch gesagt. Aber ist auch egal. Ja, dann gehen wir halt zu dem. Und ich habe jetzt hier ein paar Beispiele als Requests und Responses hinten dran geführt, die ich aus dem Postman halt habe. Also hier ist so ein typisches Get Capabilities, was ich damit reingebaut habe, das dann hier an diese C-Schnittstelle geht. Das ist dann einfach nur Localhost, Metador, Foskis, habe ich diese Instanz jetzt hier genannt, CSW Service, und dann kommt halt hier Get Capabilities als Post und gibt es halt zurück. Die Filter von Bounding Boxen, Envelopes ist jetzt hier das Beispiel oder hier
vom GeoNetwork aus direkt mal geharvestet, als CSV-Harvesting mal dann vom Metador heraus. Und das war halt auch so ein Experiment gewesen, zu sagen, okay, ich habe ein GeoNetwork, sage, ich harveste jetzt vom CSV und wir haben den Metador-CSV da als Grundlage dann genommen. Mehr dazu kann ich dann am Stand auch sagen. Also ich denke mal, so eine typische Frage ist, warum ein eigener CSV, warum haben wir zum Beispiel PyCSV nicht integriert? PyCSV ist eine sehr gute CSV-Software und wir hatten halt auch mit dem Anglos da ein paar Gespräche, mussten uns aber aus bestimmten Gründen für einen eigenen CSV entscheiden. Welche Operationen werden unterstützt, das können wir dann im Detail noch besprechen. Wann wird das fertig sein, ist eine relevante Frage. Da gehe ich mal von Sommer, Herbst aus. Diesen Jahres, bis wir das dann im Metador releasen, auch für die Öffentlichkeit. Und die letzte Frage hier unten von dem Maler ist, brauche ich das eigentlich? Das kommt ganz drauf an, ob sie es brauchen oder ob sie es anders machen wollen. Das ist halt auch dann ein Plugin. Das mal zum ganzen CSV, eine spannende Sache, die wir da machen. Ein ziemlicher Aufwand, ein riesiges CSV ist nicht ganz trivial natürlich, aber es ist auch jetzt keine Raketentechnologie. Zweiter Punkt von dieser ganzen Geschichte hier in dem Vortrag ist diese ganze GDI-DE-Konformität. Und da auch mal die Frage, kennen hier im Raum Leute die Konventionen zu Metadaten, die von der GDI herausgegeben worden sind? Hand hoch, wer kennt sie? Doch einige. Und ich habe ein paar Schlagwörter mal dahinter geschrieben, die so aus diesen Metadaten-Dokumenten... die aus diesem Metadaten-Konvention-Dokument kommen, also beispielsweise Schlagwort Inspire identifiziert, war ja sowas Typisches gewesen. Dann diese Nutzungseinschränkungen und Nutzungsbedingungen und die Zugriffseinschränkungen wurden da ja sehr groß behandelt. Die Datendienstekopplung und die eindeutigen Identifier wurden dann nochmal besprochen. Und ein paar Sachen haben wir jetzt da auch dann mit reingebracht. Wir haben an diesen Nutzungs- und Zugriffsbedingungen, Einschränkungen gearbeitet, die ja da noch recht kompliziert beschrieben sind, weil die ja so ein Unterschied sehen zwischen, so wie es ISO definiert hat und so wie es Inspire definiert hat. Und die GDI-IDE hat sich da halt was Eigenes bei ausgedacht, wie dieser Widerspruch aufzulösen ist. Und das haben wir jetzt dann auch momentan in diese Metador-Version eingebaut. Aber ich hatte halt auch gehört, dass sie das wieder ändern werden und dass dann dieser Inspire-Ansatz da wieder angepasst wird. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da sind, aber es wird halt an unterschiedlichen Stellen dann auch reingeschrieben. Und das haben wir dann hier gelöst, indem wir hier eine bestimmte Logik in diese Oberfläche eingebaut haben, dass halt diese Nutzungseinschränkungen geschrieben werden können. Die kommen aber dann mit diesen semantischen Nutzungseinschränkungen ins XML hinein, was davor immer geschrieben werden muss. Und dass wir dann sagen, okay, bei den Nutzungsbedingungen, bei den Zugriffseinschränkungen wählt man erstmal eine Auswahl aus, was man haben will, beispielsweise ein Copyright. Man hat halt immer noch die Möglichkeit, diesen Freitext einzugeben, der aber dann unter Other Restrictions laufen soll. Und diese ganze Idee, die dahinter steht, hat man versucht, möglichst einfach in dem Formular zu machen, sodass die Leute da das halt ohne Probleme ausfüllen können. Bei der Datendienstekopplung ist es momentan so, dass wir das halt im Metador noch koppeln müssen von den einzelnen Datensätzen, dass wir da Visits eingebaut haben, um das einfach zu finden, dass wir diesen Code und den Namensraum halt da honorieren, dass das dann in den Service eingetragen wird. Und dass wir dann beispielsweise über diese URL, die dann da eingetragen wird, wieder auf unseren eigenen CSV verweisen können. Also das ist auch eine gewisse Logik, die dann mit reinkommt. Man kann auch auf einen anderen CSV verweisen, je nachdem, was dann halt da als Grundlage dahinter stehen soll. Und da sind halt auch die Helferlein, die man dafür hat, halt angepasst worden. Wir arbeiten auch an dieser ganzen Importgeschichte von Diensten, um das dann später auch mal per Hand aufzulösen von den ganzen Datensätzen, sind aber dann noch nicht so weit. Bei den eindeutigen Identifiern haben wir jetzt hier auch nur noch das Beispiel, dass wir halt diesen Unterschied von dem Metadaten-Identifier und dem MD-Data-Identification ein bisschen mehr aufgelöst haben. Das war ein bisschen unklar gewesen von Metador. Er hat es früher noch an falsche Stellen geschrieben, dass dann hier auch das mit dem Namensraum unterstützt wird. Und das sind diese drei Sachen, die in diesem Konventionendokument halt drinstehen, die wir versucht haben, in diesem Metador halt auch über eine möglichst einfache Eingabe zu unterstützen, weil letzten Endes ist es unser Ziel immer vom Metador gewesen, den möglichst einfach nutzbar zu machen halt und dass die Metadateneingabe halt leicht ist und dass das rauskommt halt dann konform ist. Wann kommt Metador 2.1? Momentan kann ich nur sagen, wenn er fertig ist. Also wir arbeiten momentan innerhalb vom Projekt halt an vielen Erweiterungen, die diesen Metador betreffen. Und wenn diese fertig sind, müssen die halt auch in das Hauptprodukt mit rein. Ne? Aber bis dieser Schritt dann vonstatten geht, müssen wir dann schauen, wie das dann auch in den Projekten halt gelaufen ist. Momentan kann man noch nicht
wirklich als 2.1er veröffentlichen, weil noch durch diese Änderungen an der Architektur vonstatten gehen. Das heißt, wir können eine Version bereitstellen, die wir irgendwie als Beta oder Release-Candidate oder sonst was bezeichnen, aber die Updates würden immer noch Umstände machen, weil sich noch was am Datenmodell ändert oder weil sich was an der Architektur ändert. Und Metadaten, die man dann eingegeben hat, müssten nochmal per Hand irgendwie nachgezogen werden oder sonst was, weil das schwierig ist, diese Automatismen dann nachzuziehen. Deshalb sind wir da noch ein bisschen vorsichtig, was eine Version angeht. Also Sommer, Herbst 2017 dazu sagen, wir bringen mal eine Version raus, die auch von den Leuten genutzt werden kann, ist da so unser Ziel. Sie können das sich aber momentan schon anschauen auf GitHub, Werkgroup Metador 2. Es gibt den Master, das ist die stabile Version, die momentan noch auf der 2.0er ist. Bei dem Develop finden sich noch Änderungen, die dann in 2.0, das sind keine großen momentan, das waren so Kleinigkeiten im Text und sowas, die reingekommen sind. Und wir haben dann noch einen Branch 2.1, der diesen Stand der neuen 2.1-Version halt zeigt, an der wir gerade arbeiten. Aber wie gesagt, ein Einsatz von diesen ganzen Sachen ist dann noch ein bisschen fraglich. So, für die letzten Minuten hier noch das Beispiel, wie das Teil live aussieht momentan in der Version, die wir jetzt hier haben. Ich habe hier mehr oder weniger aktuellen Stand mit ein paar Profilen, mit ein paar Plugins, die drin sind, mit ein paar, die nicht drin sind. Das ist so die typische Startseite nach einer Anmeldung, wo halt Metadaten schon gelistet sind. Ich habe jetzt hier erstmal unseren eigenen OSM-Dienst drin, wo ich mir dann die Metadaten hier als PDF anschauen kann, was auf einem bestimmten Template basiert, wie das irgendwie angezeigt werden soll, wo wir halt das einfach erstmal so als ausdruckbares, als sonst was PDF anzeigen. Die HTML-Ausgabe, die dahinter steckt, ist eigentlich dasselbe in grün, nur dann im HTML-Format, was für uns eine Anzeige sein wird, okay, wenn ich unangemeldet diesen Metador nutze und diese Metadaten mir anschauen will, dann will ich nicht ins Formular gehen, dann will ich halt eine HTML-Zusammenfassung haben. Wie diese HTMLs und PDFs aussehen, ist anpassbar über einen Twig, also über eine HTML-mäßige Syntax. Das ist recht einfach. Wir haben das jetzt hier erstmal mit einfachen Tabellen gemacht und mit so Listen. Wenn ich angemeldet bin, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, diesen Datensatz jetzt hier anzupassen oder sonst was zu machen. Ich habe den jetzt momentan hier auf Privat stehen. Das ist so das typische Formular, was wir damit haben. Hier sind so diese Dropdown-Felder, die man hat. Ich habe hier metadatenverantwortliche Stellen. Kann ich mir auch einen neuen aussuchen. Habe von den hier momentan gesammelten Adressen aus diesen ganzen Metadaten eine Liste von Personen, die ich dann einfach auswählen kann. Und dann habe ich jetzt hier die Frau Kenkel beispielsweise mir ausgewählt, die dann jetzt verantwortlich hier für diesen Datensatz wäre. Ich habe hier die Möglichkeiten, diese Beschreibungen zu machen, die anderen Ressourcen zu koppeln, die dazugehören könnten. Momentan hier das Koordinatenreferenzsystem nicht ausgefüllt, das heißt, der ist noch nicht vollständig mit seinen Mandatory-Elementen da. Hier Auswahltexte von den ganzen Versionen, die dieser Dienst unterstützen soll oder dass ich hier was per Freitext eingebe. Schlüsselwörter aus den Repositories oder eigens eingegebene Schlüsselwörter. Der geografische Standort, also wo ist er halt gültig, hier kann auch eine Auswahl reingeschrieben werden für mehrfach zu verwendende Bounding-Boxen, aber wenn wir das nachher mit dieser Karte integrieren, dann wird das auch einfacher sein. Also dann bleibt das nicht bei einer Handeingabe hier. Zeitbezugsgeschichten, Übereinstimmungsgeschichten auch hier mit Vorgaben, die man halt auswählen kann, die sich dann auch hier auf das Datum auswirken, so wie es halt definiert ist. Hier haben wir jetzt diese ganzen Beschränkungen, die damit reinkommen. Das heißt, ich kann jetzt hier in eine Nutzungseinschränkung irgendwo reinschreiben, hinzufügen. Und dieser Text sieht nachher im XML-Dokument aber anders aus, weil dann momentan dann noch dieses Nutzungseinschränkung, Doppelpunkt, Leerzeichen hinzugefügt wird. Hier diese ganzen Nutzungsbedingungen erstmal aus dem, was man so eingeben kann. Und hier unten dann von diesen Other Restrictions, die damit reinkommen. Und hier am Ende dann noch diese verantwortliche Stelle, wo man dann auch die Funktionen angeben kann, was ist denn jetzt von diesem ganzen, der Thorsten Hildebrand eigentlich für eine Rolle. Das kann ich dann speichern. Ich kann das ganze Ding auch als Vorlage verwenden, das heißt, wenn ich schon mal einen Metadatensatz mit Informationen angelegt habe, dann nehme ich den halt als Vorlage. So, und wenn ich den jetzt hier als öffentlich auch noch einsetze und hier abspeichere, dann sehe ich jetzt hier beim Get Records von bei ID-Request, wo ich die ID schon mal eingegeben habe, sehe ich auch dann, dass hier unten der Response dann auch rauskommt. Wenn ich das Ding wieder auf Privat setze, kommt kein Response. Dann sehe ich, dass da
dieser Metadatensatz nicht gefunden werden kann. Das erstmal so. Letzter Satz noch, Administration von dem Ganzen. Wie sieht das aus? Hier ist die Liste der Plugins, die ich momentan drin habe. Und wir haben hier unten jetzt diesen Catalog-Service als Plugin, den ich jetzt einfach auch ausschalten könnte und dann wäre diese ganze CSV-Schnittstelle weg vom Metador, wie sie jetzt momentan ist. Und ich habe hier noch was Zweites gemacht. Ich habe hier ein Metador-Thema angelegt selber, wo ich das neue Logo eingebaut habe und ein bisschen das Ganze schön in schwarz gemacht habe, meiner Stimmung entsprechend sozusagen. Und wenn ich dieses Thema dann jetzt hier wieder rausnehme und abspeichere und die Seite nachher neu lade, dann habe ich ein ganz anderes Thema, was weniger schwarz ist. Also gut, der Unterschied war jetzt nicht so groß, aber ich hoffe, das Prinzip wird ganz klar, was dahinter steckt. Also Plugins können halt verschiedene Sachen sein, es können eigene Profile sein, neue Funktionalitäten oder sowas wie so ein Thema letzten Endes. Okay, danke für die Aufmerksamkeit, Fragen und ich lade Sie weiter ein, nachher zum Werkgruppenstand zu kommen, dann kann ich da noch mehr zu sagen, falls das jetzt nicht reichen sollte. Alles gut. Gibt es Fragen? Laut Fragen, ich wiederum. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist die Publizierung. Kann ich aufgrund von einer Blockierung Datensätze freigeben oder beispielsweise alle Datensätze eines Nutzers? Oder muss ich tatsächlich jeden einzelnen Datensatz eigens über den kleinen Globus publizieren? Das wäre. Also die Frage war, kann ich eine Gruppierung machen, um nicht jeden einzelnen freigeben zu müssen, die Datensätze? Momentan ist es so, dass man es für jeden einzelnen Datensatz machen muss. Also man gibt sie ein und dann sagt man, er ist öffentlich oder er ist privat. Also weil momentan der Workflow meistens ist, man gibt die Datensätze per Hand ein. Jetzt haben wir die Möglichkeit halt auch Sachen zu importieren, Metadatensätze zu importieren oder aus Diensten zu importieren oder sonst was halt zu machen. Und es gibt schon auch da die Möglichkeit zu sagen, die sind dann an sich öffentlich, gerade wenn man sie irgendwo anders hergenommen hat, also wenn man eine Latte von vorhandenen Metadaten hat. Das macht man dann einmal und das wird über Konfigurationsparameter geschaltet. Aber generell ist der Weg schon so, und das ist auch der offizielle Weg, dass man es momentan noch per Hand machen muss. Dann für jeden Einzelnen. Aber gerade bei so einem Bulk-Load oder sowas gibt es die Möglichkeit, das auch ein bisschen zu automatisieren. Meine zweite Frage wäre, ich habe Metadaten in der PostgreSQL-Datenbank, beispielsweise von QNode. Welche Möglichkeit habe ich, die in Metador zu importieren? Wäre das dann über JSON oder kann ich direkt an PostgreSQL anbinden? Also wie sähe ein möglicher Bulk-Import aus? Die Frage war, wie kriege ich meine PostgreSQL-Daten in diese Metador-Daten oder in diese Metador-Geschichte? Ja. Ich denke mal, der einfachste Weg ist, wenn die XML, also wenn die ISO-konform sind beispielsweise, die zu exportieren als einzelne Dateien in so ein Verzeichnis und dann in Metador zu sagen, er soll sich die aus diesem Verzeichnis ziehen. Das ist nicht an der Oberfläche, das ist so ein Befehl, den wir im Hintergrund auf der Dateiebene haben zum Importieren, weil man das einmal macht oder man macht das über einen Cron-Job. Das ist so eine Sache, die aber nicht an der Oberfläche geht. Und dann wären die drin. Das wäre eigentlich der einfachste Weg, die erstmal zu exportieren im Verzeichnis. Gibt es noch Fragen? Ja. Es war eine Frage zu der Datendienstgekopplung, also dieser Unterscheidung zwischen der Metadata UUID und dem Identifier. Ist es so, dass sich die zwingend unterscheiden müssen oder kann man bei dem Identifier auch nach wie vor einen festen Namespace haben und dann da die UUID anhängen? Was sagen da die Vorgaben? Also die Frage war Datendienstkopplung und ob die UUID und der Resource Identifier, ob die beiden Metadatenelemente sich zwingend unterscheiden müssen. Ob der UUID und der Der Metadaten-Identifier. Genau. Die müssen sich nicht unterscheiden, aber die werden sich unterscheiden. Also der Metadaten-Identifier ist halt eindeutig, der ändert sich nicht. Der Resource-Identifier kann dasselbe sein, aber der wird halt für was anderes verwandt. Ist so? Herr Wetterath. Wir haben ja zwei Identifier, deswegen ist das Identifier. Ins Mikrofon bitte. Es gibt da zwei Identifier. Der eine Identifier. Ins Mikrofon bitte. Ich bin
zwar ein bisschen Jack Black gucken. Ah, okay. Alles klar. Wir haben also zwei Identifikatoren. Den ersten Ressourcen-Identifier bzw. File-Identifier, der bezieht sich auf den Metadaten-Basis. Das ist einfach dieses XML-Dokument. Damit wird das identifiziert. Der zweite Identifikator ist der Datensatz-Identifikator, der als Ressource-Identifier noch im Metadaten-Satz vorhanden ist. Wir müssen die Schnittmengen unterscheiden. Und das, was persistent ist, ist der Datensatz-Identifikator, nicht der File-Identifier, der oben drüber steht. Weil der identifiziert den Datensatz als Datensatz. Wenn der Datensatz gelöscht wird, wird er wegfallen, wenn der neue Datensatz dazukommt, wird er neu dazukommen. Aber der File-Identifier selber bezieht sich wirklich nur auf das XML-Dokument. Wichtig ist, dass dieser MD-Identifier, der von den zwei ja auch vorhanden im oberen Bereich, natürlich mit diesem Blue-UID übereinstimmt. Ansonsten gibt es ein Problem. Und er muss natürlich bei den Diensten auch vorhanden sein. Das heißt, jeder Dienst, der den Datensatz publiziert, muss im Endeffekt in diesem Operator-Umfeld dieses Dokument verlinken. Ja, aber der File-Identifier ist doch was. Wann ändert sich denn der? Der ändert sich ja eigentlich. Den kann ich ändern, nicht stimmen. Ja, aber das ist. Den änderst du, wann du willst. Interessiert doch. Aber ist das nicht der eindeutige Identifier von dem Metadatensatz? Nein, der Datensatz. Von dem Metadatensatz an sich. Ja, klar, aber ich brauche den kann ich ja ändern. Ja. Ja, aber der ändert sich ja, sobald dieser Datensatz wegfällt oder sonst was, musst du ja sowieso dann da Hand anlegen halt. Ja, ja, aber ja. Der Datensatz wird dann ja. Auch alles klar. So, also ich glaube, der Axel Schäfer ist sicher noch weiter verfügbar auf der Postliste. Falls weitere Fragen auftauchen, dann einfach direkt an ihn wenden.